wir sind wunderbar da fertig geworden und haben dann im Flugzeug erstmal was zu essen bekommen. Das kennen Sie ja schon, die Geschichte. Über Marseille haben sie denn da so Randale gemacht. Ich dachte erst, so ein Blödsinn, was machen die denn da? Da kann gar nicht was Tolles sein. Ich saß in der allerletzten Reihe mit Kirsten, neben mir der spanische Pilot, soweit ich mich erinnern kann, so ein kleiner. Ja, und dann, bis es denn so ernst wurde und wir dann mitbekamen, was es so ist. Und da konnte man das eigentlich gar nicht so glauben, was da passiert. Ich habe pausenlos überlegt, immer, das kann gar nicht wahr sein. Sowas gibt's nicht. Sowas hat man im Fernsehen gesehen. Das ist nicht wahr. Das kann gar nicht sein. Und dann ging mir immer durch den Kopf, damals war in dem Sommer die Simmel-Serie im Fernsehen. Es muss nicht immer Kaviar sein. Und dabei hat man immer die Serie ausklingen lassen mit, wenn ich das in meinem Club erzähle oder so. Und da dachte ich immer im Flugzeug, ach, bist du im Tennisclub, wenn du das alles noch erzählen kannst, das glaubt dir kein Mensch. Und das ist so, danach habe ich auch so einen Artikel für den Club geschrieben, wenn ich das in meinem Club erzähle. Ein Glück, dass ich es noch erzählen konnte. Also so. Wir hatten natürlich Angst, aber wir waren nicht so verschreckt wie einige, die dann nur vor sich hin weinten. Oder so. Ich weiß nicht, ob das eine spezielle mentale Sache von einem selbst ist, kann ja sein. Aber ich glaube, wir haben das ziemlich realistisch gesehen dort. Bis auf natürlich den Augenblick, wo dann alles in die Luft gesprengt werden sollte. Da waren wir ja die Größten. Wir haben oben die Lüftung angemacht, damit es schön trocknet alles. Und dann die Handfesseln waren wir ja gleich draußen. Die waren so dünn gebunden. Und dann sagt man, wenn wir denn rausgeschubst werden, dann werden wir uns abrollen auf dem Rollfeld und dann rennen wir los. Idiotisch, mit Plastiksprengstoff an Bord und Handgranaten. Ich wusste nicht, was das für ein Rums sein könnte. Das hat man mir erst hinterher alles erzählt. Ich kannte mich auch nicht mit Waffen aus. Ich hätte ihm ein paar Mal die aus der Gesäßtasche ziehen können und überlegte immer, was machst du denn dann, wenn du das Ding in der Hand hast? Ich hab's nicht gemacht, schon deshalb nicht, weil ich dann erst mal hätte sagen müssen, Moment mal, ich muss erst mal gucken.